Hey ho und herzlich willkommen hier zurück im Basislager im Wald mit komischen bärtigen Leuten. Oh, oh, mein Bart. Ist es nicht irgendwie nervig? Oh. Bei dir? Aus meinem Bart? Ich habe mich sowieso heute Morgen noch rasiert, ne? Aber ist das nicht nervig bei dir, wenn du Energy trinkst? Der sifft sich doch den Bart voll. Nein, ich habe eine Methode gefunden, wie man Energy trinken kann, ohne dass das in den Bart geht. Ah, okay. Ja, außerdem flechte ich mir meinen Bart morgens immer, damit der schön aussieht. So zusammen. altmodischen Schnauzer oder was? Nein, ich habe ja so einen richtig langen Weihnachtsmannbart, ne? Und dann mache ich hier unten immer wie die Wikinger. Oh. Ziehst dir so von der Hälfte um den Kopf rum und oben knotest du den zu so einer Hochdeckfrisur. Genau, genau so. Es gibt ja Leute, die lassen sich einen Bart extra speziell wachsen, damit die, die für so einen Wettbewerb. Oh, 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 oh. Besuch oder was? Nein, ich habe diese eine Falle, da ist so ein Bambi gespawnt. Ich gehe auf die Falle zu und wollte sie gerade so quasi aufrichten und plötzlich springt mich dieses Bambi aus der Falle an, ey. Kuckuck. Meine Fresse, ey. Also. So im Sinne von Kuckuck. Ja, aber ich bin einfach durch den Besuch. Hallöchen, Bambi Dime. Oh, okay, ich habe mich beruhigt. Hier kommen ganz viele Bambis aus der Falle raus. Ich möchte die Falle gerne aufstellen. Geh mal ein bisschen Richtung. Anker. Was denn? Oh. Ich hab Leute gehört. Möchtest du vielleicht herkommen? Ja, ich hab auch noch Leute gehört. Frage ist jetzt von wo? Also ich bin noch hier bei den Fallen, genau, da. Ich kann jetzt die schon nicht mehr aufstellen, weil ich schon keine Dings mehr habe. Ich mach. Liebe diesen Bogen. Wo sehe ich's? Schubst kommt dieser dicke Mann schon wieder und schubst mich von der Seite an, ey. Schubst mir niert. Also ich würde sagen, wir gehen mal zu der Basis da hinten, weil da sind die ja am häufigsten. Ja, komm, Leute. Da ist so ein kleines Futterchen für euch. Nam Shiro. Ey. Ich würde gern mal sehen, ob diese Ureinwohner wirklich in dieser Falle stecken bleiben, die Sarah hier gebaut hat. Warte mal. Wo ist denn der? Das da? Mit den da? Kombinieren aus. Hallo, hier sind wir. Hallo. Was ist das? Ich höre gar nichts. Nee? Nee. Kassettenspieler? Hey, was hast du angemacht? Warte. Hörst du es jetzt? Nee. Wenn du hier näher kommst? Doch, jetzt. Geil. Habe ich hier an die Falle gehauen. Soll die Dinger ja anlocken. Juhu. Musik. Wir tanzen dazu.
Mit Bogen in der Hand. Vielleicht hilft's ja. Also ich sehe noch keine. Oh, Regenbogen. Die Musik auch GEMA-frei. No copyright, weißt du doch. Der brennt ja noch. Das Häschen da hinten brennt auch, was hier durchgerannt ist. Ja, da habe ich hier noch auch eine Leuchtfackel hingebaut. Lol, das kann man essen, das Häschen. Die Leiche ist hier lang gerollt und man konnte erstmal das Häschen essen. Aber irgendwie funktioniert es nicht wirklich. Wenn ich jetzt mal so, ne? Ja, irgendwie nicht so richtig. Hm. Ist ja langweilig. Das ist ja doof. Dann gehe ich wieder Richtung Anker. So, ich mal das Häschen hier. Gesundheit. Ja, ich dachte, ich versuche mal einen Orkan loszutreten. Weise Entscheidung. Weißt du, das ist die perfekte Welle. Weißt du eigentlich, was so mies an diesem Lied eigentlich ist? Das ist genau in dem Jahr kam, wo die Welle kam, dieser Tsunami und ziemlich viele Menschen. Und das Lied wurde auch einige Jahre dann verboten. Genau. Genau das. Ah, schön im Schlamm wühlen. Einwohner, ich habe Einwohner gehört. Oh. Ich sehe sogar einer, der gerade weggerannt ist. Da. Dann kann ich mir hier erstmal das Electric Tape. Wir sind vier. Ja, bei mir schreit auch gerade einer. Oh Gott, die sind hier alle drei angerannt gekommen und einer nach dem anderen hat sich... Oh, ist das geil, ist das schön. Oh, ist das schön. Triple Kill. Oh Mann, Alter, das ist der Burner, ey. Ich merk schon, du hast Spaß. Ja, aber richtig, ey. Ich muss erstmal die Falle wieder aufstellen. Totems! Das hat jetzt ja super funktioniert. Da nehme ich erstmal die Leichen mit. Noch ein Totem. Und Totem Nummer 3. Oh, dann platzieren wir die Leichen mal. Ob das gerade so schlau ist? Hier oben bei ihrem komischen heiligen Baum rumzuflitzen. Mikore. Das hat so schön funktioniert. Oh Mann. Schlamm. Erstmal wieder im Schlamm suhlen. Wir stellen auf jeden Fall die Falle erstmal wieder auf. Kann ja mal gucken, was so auf dem Dingsschiff noch so drauf ist. Auf diesen komischen Yacht-Bötlein. Schwimmen.
Schwimmen, So, ich muss ja noch einen schwimmen, Steinbeutel machen. schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh, sehr schön. Weißt du, was mir hier ein bisschen fehlt? Was denn? Surfbrett. Surfbrett. Oh, jetzt liegen hier eine Menge Knochen rum. Ich kann die schon nicht mehr tragen, ey, das ist ja mies. Oh, ein Möwe. So, in der Betsy. Nebenbasis packe ich jetzt die Knochen mal hin. Nebenbei, das die Yacht, die heißt Betsy. Betsy, ja, stimmt. So, wir sammeln hier richtig schön. Eigentlich. Ich habe hier noch Oh, ein Lurch. dann kapern wir mal das Schiff. Näschen. Kapern. Und nein, damit ne, es sind nicht die Kapern, sondern meine Kapern. Du lagst gerade ein bisschen. Was? Vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Immer noch? Ja. Hä? Jetzt nicht mehr. Strange. So, ach ja, hier der Captain. Ei, ei, Captain. Bleib liegen. Mensch, es wird aber schön dunkel hier. Ach, ich kann jetzt ja mehr Steine tragen. Da nehmen wir doch gleich mal welche mit. Frage ist jetzt, kann Oh, ich hier stehen hier vier Leute rum. nicht hier irgendwo? Nee, ne? Nee, nee, kann ich leider nicht. Oh, ihr Lappen, ich bin hier. Hallo. Also das kannst du doch so nicht sagen. Die haben mich eingekreist. Wenn dann müssen die, musst du sie auch richtig betiteln. Ne? Sterbe. Dann lauf. Ich komme nämlich nicht schnell genug bei ihr zu dir rüber. Ja, rett mal alle hier nacheinander rein. Das ist ein echt guter Plan. Hat den nächsten reingejagt. Ei, ei, Ja. Oh, mir fehlt ein Stock. Aber mal gut, dass wir hier ein paar haben. na komm, geh da hoch. Geh da hoch. Ich hab gesagt, du sollst da hochgehen. Das sind solche Vollidioten, ey. So, ich mache mir erstmal ein Lagerfeuer. Halt, wie, man kann auch hier Medikamente machen irgendwie. Ich nehme jetzt So. einfach hier. Schnabulieren wir noch mal schnell einen Fisch. Nehmen wir hier Strandspaziergang noch mitten in der Nacht. Hat ja sonst nichts zu tun. Ja, So, natürlich. die hängen hier ganz gut ab, die Leute. Lass sie doch abhängen. Die chillen nur ihre Basis. Na komm.
Eigentlich chillen die gar nichts mehr. Da sehe ich so eine komische Person. Dachte, rennst jetzt da rein. Nee, ich habe hier die vier Leichen, die bereitwillig in unsere Falle gelaufen sind, bin ich gerade dabei zu verbrennen, damit wir hier Knochen auffüllen können. Aber ich meine, Pfeile haben wir ja schon genug. Aber wir können ja neue machen. Wir haben einen geilen Beat hier. Funktioniert nämlich immer echt gut. So. So, die Pfeilbasis ist vollständig. So. Da guckt man einmal nicht mehr dahin und die ganzen Knochen sind schon weg. Hast du die schon reingetan? Jetzt. Da kann ich noch was aufhängen. So. Da. Wir haben ja gelernt, dass wir Da. Geld besser behalten sollten. Oh Gott. Ausrüsten. Wir können die Geschwindigkeit vom Tennisschläger erhöhen. Irgendwann müssen wir mal Tennis spielen. Warte mal. Man kann eine giftige Machete machen. Interessant. Rostige Axt. Geht das eigentlich? Tatsache. Weißt was ich hier in der Hand halte? Was? Die giftige Katana. Die giftige Katana. So, das kann man damit schneller machen. Ups. So. Geht das? Geschwindigkeit, Flugzeugaxt, Keule. Das Okay, geht das Katana nicht. kann man halt echt nicht schneller machen. Nee, das kannst du nur giftig machen. Handgemachter Bogen. Aber die moderne Axt, weil die ja besser ist. Wir machen jetzt Federn hier dran. Nein, nein, mach doch weiter. Ups, jetzt habe ich eine fehlplatziert. Meinst du, machst das jetzt an der modernen Achse oder was? Ja, aber du musst die gleich mal angucken, wenn du das sehen kannst. Warte. Warte, ja. Mehr, es ist geil. Ja. 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 Wie das im Inventar auch aussieht, Alter. Timmys Spielzeug ist bei mir unsichtbar im Inventar. Finde ich interessant. Boah. Was haben wir sonst noch so Guck mal, Schönes mein hier? Bogen hat Licht. Nice. Da muss man bestimmt die Batterien dann immer nachfüllen. Kann man das ausschalten? Oder hat das jetzt immer Licht? Wir werden es sehen. Oh, das ist geil. So, aber ich habe schon mal ein Lurchfell, was ich hier schon mal ins Lager packen kann.
Boah, das sitzt da entspannt. Okay, jetzt nicht mehr. Wollen wir erstmal schlafen gehen, eventuell? Oh, immer diese dicken Leute, die schnarchen müssen, ey. Ich schnarch nicht. Das war Lenny. Nein, Lenny schnarcht nicht. Schnapp mir mal was von dem hier hinten. So, ich nehme diese geile Axt jetzt erstmal in die Hand. Okay, ich glaube, Ah. hier hinten sind ein paar Sachen, die nicht mehr allzu gut sind. Ja, ich glaube, das verdirbt irgendwann. Ich habe erstmal Durst. Ja, ich auch. Ich bin nämlich im roten Bereich gewesen. Oh, ups. Ja, irgendwie durch dieses leicht verdorbene Ding Essen. Kann Schneeschuhe machen. Schneeschuhe habe ich schon. Wie macht man die denn? Die Schneeschuhe machst du, wenn ich jetzt richtig liege, genau 5 Sticks und 2 Ropes, also Ah. fünf Stöcker und 2 mal Seile. Alles klar. Dann besorge ich mir mal ein paar Stickies. Ist halt hilfreich, um später durchs Schneegebiet mal zu wandern. Genau, und das wollte ich mir nämlich auch mal holen. Ich habe zwar schon Schneeschuhe, Rabbit-Schuhe. aber noch nicht diese aus Sticks und Seilen. Ich habe mir Ja, welche die. aus Hasenfell gemacht. Du hast die Rabbit-Schuhe. Genau, ich habe die Rabbit-Schuhe, damit ich warme Füße habe im Schnee. Und ich habe mir auch schon sämtliche Beutel gemacht. Und eine Zwille habe ich mir auch schon gemacht. So, make a stick for feathers. Das, Der ja. Asthmatiker, ey. Frage ist jetzt, wo kann ich denn jetzt. Wie war das mit dem Köcher? Oh, das ist ein guter Frage. Gute Frage, ich weiß, ich mache immer gute Frage. So, ich glaube, hier stand das nämlich nicht mehr drin. Oh, das Bestarium ist bei mir endlich mal aktuell. Arrows. Bestiarium, also hast du jetzt die Skinnies, die Ja, Regular, die genau. Group, So, meine Freunde, wir machen das mal ganz ja. einfach. Baby, Oder auch nicht. Momsi, Verdammt. Okay. Aloe Vera, ich bin mal wieder infiziert. So, wir sind wieder im Spiel. Ich war mal ganz kurz aus dem Spiel. Warte, ich google mal schnell mit dem Handy. Dann sage ich dir, was du für den Köcher brauchst. Brauchst du Köcher, nicht. The Forest. The Doris. Du brauchst du nicht. Ich habe hier meinen zweiten PC offen. Ach so. Der rendert nämlich gerade. Ich der bauen. Drei Da. Hasenfelle und ein Seil. Steht hier. Alle Rezepte zum Kochen. Kochen? Ja, steht hier als zum Kochen. Also 3 Hasenfelle und ein Seil. Nee, ich habe aber nur 2 Hasenfelle. Was mache ich da jetzt? Muss ich ja nochmal Lenny töten. Ich habe hier einen Lenny gerade getötet, das kann ich dir geben. Wo bist du denn? Da hinten. Ich komme mal zurück. Tja. Lauf, Bambi, lauf. Da.
Also, 1, 2, 3 und bis. Oh. Und hat's funktioniert? Ja. Gewährt bis zu 20 zusätzliche Pfeile. Das ist gut, ne? 2, 3, 4, 5. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. Ah, okay. Bin ich mit Pfeilen voll. Ich bin voll mit Pfeilen. Ich bin voll mit Freude. Oh, ich brauche noch Alkohol. Aber diese Alkoholiker hier. Ja, aber hier liegt ja, glaube ich, irgendwo auch Alkohol. Oh, der Asthmatiker ist wieder da, ey. Okay. Na bitte, geht doch. Ich finde das ja so nervig, dass der ständig mit der Ausdauer. Also ich finde, okay, dass die Ausdauer irgendwann mal leer ist, aber gerade weil man ja ständig hier unterwegs ist und schon mehrere Tage, dass die Ausdauer einfach länger hält, weißt du? Das finde ich einfach besser. Hier liegt schon mal Geld. Ist schon mal Duct Tape. Oder Electrical Tape heißt es ja hier. So, da hinten sind ja bestimmt immer Ureinwohner. Hier ist ein Feuer. Irgendwie flog hier gerade ein Stein an mir vorbei. Da ist Alkohol. Keine Ahnung, aber kennst ja die Geschichte von den fliegenden Steinen. Oh ja. Der Forestinsel. Was haben wir hier Schönes? Geld und Leiterplatte. Ja gut, die brauche ich auch nicht mehr. So, aber wir Da, können da, 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 erstmal da, so eine da. schöne. Müssen nur drauf achten, 2 Minuten, ne? Ja. Warte mal, Geld, Münzen, Uhr, Alkohol. Ach ja, das Duct Tape habe ich vergessen. Hey! Hey, meine Freunde, na? Wie steht's? Alles fit? Alles fit im Schritt? Nimm den mal Was? mit. Ja. Hier oben rennen sie, hier oben rennen sie. Die Horde rennt. Ey, meine Freunde, wartet. Wobei, geht zu dieser Basis da hinten, das ist auch okay. Ich möchte die Schrei Leiche noch hier gern nicht aufs so Feuer werfen. rum. Lass ihn doch schreien, das ist doch nur von Vorteil. Ja. Rennt einer wenigstens mal in die Falle rein? Hehe, doof gelaufen. Ey. Autsch. Möchte ihre Titten treffen. Hallo, renn ich weg? Oh, da ist noch einer. Ich sterbe gleich. Geh mal ganz kurz Schutz suchen hier. Ja, das war eindeutig ein Headshot. Wow. Da kam aber gut gesprungen. Alter. Alter. Finde ich uncool von dir. Ist scheiße, wenn ich hier stehe und dich angreife, ne?
Ach, ist das cool. Zack. Nein, zack, der hat das Ding kaputt zack, gekriegt. Zack, 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 zack. Der im Kreis. Dalaran im Kreis, weißt du doch. Lebst du noch? Dann repariere ich mal. Okay, es ist nichts weiter kaputt gegangen, außer die eine Treppe. Ja, dann. Da habe ich aber irgendwo. Ich habe schon, da hinten kommt der angerannt. Zwei. Der eine ist nur so doof in die Falle gerannt. Ach, hier ist nur ein Lagerfeuer. Ja, wir sind eigentlich schon drüber. War so ganz doof. Boah, wir können ja hier beenden. Ah, warte mal. Ich glaube, den müssen wir nochmal neu reinwerfen. Der ist nicht drin. Ja. Dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ja. Und dann tschüss, ciao von mir, der schreienden Frau da. Und von mir. Ciao.